Heute möchte ich mit dir einen GfK-Zaubermoment aus meinem Leben mit dir teilen. Es war ein Nachmittag und meine Tochter, 3,5, hat mit einem Nachbarsmädchen gespielt. Und die beiden haben einen Stock gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihn zuerst gefunden hat. Auf jeden Fall haben sie da so rumgespielt. Und auf einmal sah ich nur, wie beide Mädels an diesem Stock rissen. Und hey, ist meiner, ich will den haben, gib den her. Na, ich habe das erstmal beobachtet. Ja, und habe natürlich gecheckt, ob die Gefahr besteht, dass sich da jemand verletzt. Vorerst war dem nicht so. Ich habe dann irgendwann mal gerufen, braucht ihr Hilfe? Daraufhin kam keine Reaktion. Also habe ich abgewartet, weiterhin beobachtet. Und dann nahm das Ganze so Form an, ne? So ein Stocker hat ja auch spitze Enden, dass ich doch Sorge hatte, dass ich da jetzt jemand gleich verletzt, dass das Ding im Auge landet oder sonst wo, weil, also bin ich hin und habe den Stock gehalten und gesagt, stopp, ich halte den Stock fest, damit ihr in Sicherheit seid. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Und dann ging es halt los, das ist meiner, ich will auch mit dem spielen, ich hatte den zuerst. Und dann sage ich, okay. Ich habe meine Tochter angeguckt, weil die hat zuerst mit mir gesprochen und gesagt, okay, du möchtest mit diesem Stock spielen. Mhm. Du findest ihn richtig cool. Mhm. Und du willst jetzt mit dem spielen. Ja, alleine. Ja. Anderes Kind. Und dir gefällt der Stock auch so gut. Ja. Und du möchtest auch mit dem spielen. Ja. Alleine. Ja. Jetzt. Ja. Okay. Wir haben einen Stock. Du findest ihn richtig cool und willst damit spielen. Du findest ihn auch richtig cool und willst damit spielen. Beide wollt ihr alleine damit spielen. Und sie zuckelten so ein bisschen. Und dann fing meine Tochter an und wollte den so wegreißen. Ich habe gesagt, stopp, der Stock bleibt hier, damit ihr heile bleibt. Habe ich hier die Verantwortung übernommen. Okay. Was können wir jetzt machen? So, die Mädels, ne? Ja. Dann habe ich nochmal wiederholt. Ich halte hier die ganze Zeit den Stock fest, kann ich auch lassen, ne? Du möchtest mit dem Stock jetzt spielen. Alleine. Ja. Und du auch. Alleine mit dem Stock spielen. Jetzt. Ja. Okay. Das ist die Situation. Wir haben einen Stock. Ich habe es wiederholt, ja? Du willst mit ihm alleine spielen? Du möchtest jetzt mit ihm alleine spielen. Habt ihr irgendeine Idee, was wir jetzt machen können? Dann meinte meine Tochter, ich habe eine Idee, willst du sie hören? Spricht ja schon meine Sprache, ne? Ja, sage ich, schieß mal los. Also wir könnten es ja so machen, dass erst ich mit dem Stock spiele und dann spielt sie mit dem Stock und dann spiele ich wieder mit dem Stock und dann spielt sie mit dem Stock. Sag ich, das könnten wir machen, sofern sie, also du, bist du dafür bereit, dass erst sie, ich kann hier die Namen nicht nennen, sie mit dem Stock spielt und dann du? Och, denke ich, Herrgott. Naja, bleiben wir noch ruhig. Ne? Ich war irgendwie ziemlich bei mir, es war Nachmittag, ich war entspannt, ich habe die beobachtet und ich wusste, wir finden eine Lösung. Und ich hatte fest beschlossen, dass ich die Nerven behalte. Und das habe ich auch hingekriegt. Falls dem nicht so wäre, hätte ich angefangen, tief in den Bauch zu atmen. Nur kleiner Sidekick nebenbei. Da habe ich gesagt, sie ist nicht bereit dazu. Habt ihr eine andere Idee? Boah. Nee. Und dann habe ich nochmal wiederholt. Ihr habt jetzt diesen einen Stock. Du möchtest mit ihm jetzt alleine spielen. Und du möchtest mit ihm jetzt alleine spielen. Okay, das habe ich gehört. Ihr seid jetzt beide wahrscheinlich ein bisschen genervt. Habe ich da mal ein Gefühl reingehauen, ne? Ja. Wir werden eine Lösung finden, ne? Habt ihr eine Idee? Nee, und meine Tochter schon so, Mami, ja, sag ich, ich hätte ja eine Idee. Wollt ihr sie denn hören? Na, sag ich, wir haben jetzt diesen einen Stock und der ist wahrscheinlich so cool, weil der so lang ist und so groß. Mhm. Wir haben ja im Garten noch mehr Stöcker und meine Idee wäre, wir gehen jetzt mit diesem Stock zusammen, ihr bleibt beide dran, mit diesem Stock in den Garten und gucken, ob wir einen Stock finden, der eventuell genauso cool oder noch cooler ist. Ja, na okay. Ich sage, wichtig ist, lass die Hände an dem Stock. Ich meine, ich habe das ja gehört. Sie wollen beide den Stock haben. Also lass die Hände am Stock. Und ich habe festgehalten, weil ich für die Sicherheit verantwortlich bin, bin ich mit dem Stock und diesen zwei Mädels in den Garten stolziert.
Und also wir haben im Vorgarten, also eben, nach wie heißt es, da in der Nähe von zu Hause gespielt, direkt vor der Haustür quasi. In den Garten rein und dann haben, ich habe den Stock immer festgehalten, die beiden auch immer mit einer Hand und mit der anderen Hand haben wir immer so Stöcker gesucht und dann haben wir verglichen und dran gehalten. Oh, sag ich, okay, ah, guck mal, der ist fast genauso lang, er war ein bisschen kürzer, er war ein bisschen dünner und ich dachte schon so, moah. Und dann sagt meine Tochter so, den nehme ich. Na, ich sag, du nimmst den Stock und du nimmst den schon. Ist das jetzt für beide in Ordnung? Es hätte ja auch sein können, dass jetzt es von vorne wieder losgeht und beide den anderen Stock haben wollen. Dann wäre ich das Gleiche nochmal von vorne durchgegangen und ich hätte einfach gewartet, bis beide bereit sind, eine Lösung zu finden. Es war tatsächlich so, Halleluja, das war mein GFK-Zaubermoment, dass meine Tochter in dem Moment bereit war, sich für diesen Stock zu entscheiden. Das Nachbarsmädel hat den anderen Stock genommen und dann haben sie damit gespielt und waren selig und dann haben sie irgendwann sogar die Stöcker getauscht und irgendwann waren die Stöcker auch wieder Schnurzpiepe. Genau, so habe ich die beiden durch diesen Konflikt begleitet und mein Zaubermoment war einfach diese Kompromissbereitschaft meiner Tochter später. Und auch, ich glaube, die Nachbarstochter war so ein bisschen so, wie redet die? Was soll das jetzt hier? Warum kommt jetzt hier nichts und so? Die hat das beobachtet und die fühlte sich offensichtlich sehr wohl. Sie ging dann auch so auf und war ganz fröhlich dann und ist sogar noch mit uns auf dem Spielplatz und so weiter, was sie sonst nicht macht. Ja, das war so mein Zaubermoment. Und natürlich bin ich total dankbar, dass ich es geschafft habe, die Nerven zu behalten und dass dieser Konflikt zwischen den Mädels bei mir nichts ausgelöst hat. Ich war tiefenentspannt. Solche Momente feiere ich immer, wenn ich sie habe. Und es ist ja auch wichtig, dies zu feiern. Das war mein GFK-Zaubermoment und mich würde jetzt total interessieren, was dein Impuls ist aus meiner Geschichte, die ich hier gerade geschildert habe mit den zwei Mädels. Ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren.